Ja, servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Ich habe ein bisschen gemütlich gemacht, es ist ja nicht kalt draußen, gell? Es sind ja Temperaturen, die Anfang Januar eigentlich ein Wahnsinn, gell? Unnormal. In meiner Pfeife, das ist eine Nording, habe ich den McBurn Navy Flag. Ja, heute melde ich mich mal, weil ich war vor ein paar Tagen mal wieder in Waldshutdingen, das ist ja im Schwarzwald, kurz vor Schweizer Grenze. Da habe ich meine Tochter besucht und meine Enkel, meinen Schwiegersohn. Und meine Mutter war ja schon über die ganzen Feiertage drum und über Silvester. Und die habe ich dann wieder abgeholt, heimgebracht. Und was ich da gesehen habe drum, geht, das war der Hammer. Ihr kennt es bestimmt vielleicht auch bei euch. Und zwar, also bei uns sind es oft bei den Metzgereien oder bei den Biobauernhöfen, dass sie da draußen so einen Kasten haben, gell? Da kannst du halt dann Fleisch kaufen, schmeißt du da Geld, gell? Und, oder auch Wurst. Aber so groß ist das Angebot nicht, geht vielleicht nur über Eier, aber das war's dann, gell? Aber da bei meiner Tochter, in dem Viertel, wo sie wohnt, eigentlich alles Neubauten, riesengroß, Kindergarten, alles ist da, aber in dem ganzen Viertel gibt es keinen Supermarkt, gell? Also da wäre bei uns in der Größe, wo sie da wohnt, schon längst der Aldi und der Lidl und der Rewe oder Edeka-Markt dort, gell? Eher zwei, drei bei der Größe, aber scheinbar lassen da die Stadtväter von Waldshut das nicht zu, warum auch immer, gell? Und jetzt hat da ein schlauer Biobauer da so eine riesengroße, ja, das ist, ich weiß nicht, wie es gemacht ist, schaut aus, wie wenn es Holz wäre, gell, aber gar nicht einmal so klar. So ein Supermarkt hinter, gell, aber das ist kein Supermarkt, was du jetzt da neige kannst und dir was kaufen, sondern das ist heraus, das ist ein riesen digitale Bildschirm und dann druckst du da, gell, und die haben ja alles, gell, von Getränke über Nudeln, Eier, Gepäck, also alles, was du eigentlich auch im Supermarkt kriegst, gell. Und es ist wie wenn du das zu Hause da am PC machst oder am Handy, tippst du dann ein Getränke und da kommt dann, was sie alles haben, Wein, Säcke und, oder Gebäck oder Nudeln, Eier, egal was, was du halt im Supermarkt auch kriegst, gell? Und allerdings kannst du nicht bar zahlen dort, gell? Also dann, wenn du fertig bist, gehst du dann auf Warenkorb und steckst halt dann deine EC-Karte oder wie auch immer rein. Bezahlst es und dann geht der Bildschirm auf und dann siehst du da drinnen, wie der Roboter da rumfährt, gell, da die Nudeln halt, ins Kerberl rein tut, dann das halt und alles, was du halt so bestellt hast. Und das für die Kinder nicht langweilig ist, ist unten nochmal so bei dem Bildschirm, wo Kinder da was spulen können, gell, also irre und war gar ein riesen Andrang, gell. Und wenn der Roboter da fertig ist mit deiner Ware, dann kommt es aus dem Schub heraus. Gell. Also eine feine Sache habe ich in der Form noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal. Gell. Selina? Ja. So, dann kannst du jetzt was willst du schauen? Schauen wir mal, was es gibt für den Kaffeeklatsch. So. Ja. So, das gibt es jetzt alle. Kuchen. Was willst du denn? Also Mama, ich würde sagen, den plus Edna Bienenstich und den ersten. Linzertorte. Den ersten Kuchen. I don't know what Papa is here. Der Roboter riecht das her da drinnen. Da ist der Roboter, der das holt jetzt. Ja, Wahnsinn. Da kommst du dann raus. Ja. Jetzt hat er die Spätzle da. Guck. Ja, genau. Ja, legt das so drauf. Hast du Spätzle genommen, oder? Ja. Jetzt kommt es raus. Schauen wir, jetzt kommt es raus. Ja, super, schön eingepackt.
hat bisher immer gut funktioniert. Echt der Hammer, der Bauernladen da, gell, in Waldshut. Ah, die schaut schon mal gut aus, was aus den Automaten rausgekommen ist. Natürlich Kalorienbomben, gell, aber egal. Ja, sensationell, oder? Also ich habe sowas in der Form noch nie gesehen. Vielleicht wird das Mode, so werden unsere Supermärkte vielleicht in Zukunft ausschauen. Keine Ahnung, weiß es nicht, gell. Hat mich auf jeden Fall fasziniert, aber ich denke, das muss ich euch einmal zeigen. Ja. Dann war ich seit längerer Zeit ja schon nicht mehr beim Kesselfleisch essen, Schlachtschüssel essen. Ich liebe ja sowas. Und es gibt ja gar nicht mehr so viel, die was das bei uns anbieten. Das sind einzelne. Und bei einem letzten Video, wo ich euch den Dachserhof vorgestellt habe, der macht sowas noch. Gell. Und das war eben jetzt am 3. Januar war wieder so ein Schlachtschüsselessen und das geht eigentlich Mittag schon los. Da könnt ihr dann am Buffet selber raussuchen, was ihr wollt. Kopffleisch, gell, und alles, Sauerkraut, Blut und Leberwurst, Wellfleisch. Also wirklich eine feine Sache. Und wir sind aber erst am Abend hin, wir waren um 17 Uhr dort. Da gibt es ja kein Buffet mehr, da musst du dann sagen, was du willst, Kopffleisch, Blut, Leberwurst. Aber da kriegst du wirklich noch zu einem Preis, jetzt weiß ich nicht mehr, 10 Euro noch ein bisschen was. Also das kannst du gar nicht essen, gell? Also wir haben da noch was mit heimgenommen. Und kannst da so richtig grübig Schlachtschüssel essen, gell? Und das zeige ich euch jetzt auch noch. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. So, und heute geht's wieder zum Käselfleischessen einmal. Zum Dachserhof. Wir waren ja letztes Mal erst da, aber das Käselfleisch, da habe ich so lange keins mehr gehabt, das will ich heute probieren. Ich werde wieder ein Schweinsbrunnen. Wie wird mit denn der Schweinsbrunnen? Die ganze Zeit, ja, das hat mich mit dem Lächeln. Es geht schon los, Käfer in die Wammerl, Zunge. Jetzt glaube ich, müsste es sein, jetzt fängt bloß noch Blut und Leberwurst. So, da war jetzt hoch, wie er ist. Ja, da haben wir.